Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Need for Speed Pro Street, die 8. Folge der 3. Staffel. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Folge das komplett ist. Es gibt etwas Neues in dieser Folge. Ich bin mir noch nicht sicher, wie es aussehen soll. Mir wurde gesagt, ich soll doch bitte darauf achten, dass ich ein Auto habe, das genügend Leistung hat. Ich weiß nicht, ob das Spiel nicht in meine Garage geguckt hat, denn alle meine Autos haben die maximale Leistung. Jedenfalls ging es um einen Wheelie-Wettkampf. Ich musste dafür eine Drag-Blaupause fertig machen für ein Auto. Ich habe jetzt nicht den Wagen genommen, mit dem ich sowieso drage, weil das ein bisschen... Ich weiß nicht, ich fände es langweilig. Oh. Halt, wenn schon was Neues da ist, dann können wir noch ein weiteres Auto einführen. Den Wagen hatten wir noch gar nicht, also noch nicht selbst gefahren. Ich bin ihm selbst schon reingefahren öfters, klar. Vor allem in der Anfangszeit, aber ich bin ihn noch nicht gefahren hier im Spiel. Wir können also gespannt sein. So, das ist jetzt die Strecke, auf der ich damals den Golf gefahren bin, glaube ich. Es war kein großes Vergnügen. Jetzt bin ich auch nicht viel weiter gekommen, wenn ich jetzt hier im Porsche sitze. Ist ja im Endeffekt auch ein weit entwickelter VW Käfer Coupé. Sagen wir jetzt mal, so bösartig. Wow, Alter. Und nicht einfach wieder auf die Straße ziehen. Mischen wir uns hier mal einen in den Kampf zwischen Evo und... Ach, das Mustang. Ich dachte eben, das wäre ein Impreza. Oh Gott. So, erst die zweite Aufnahme heute. Ja, die Kurve. Mein alter Freund. Sag mal, ist kein Wunder, dass dein Heck so matschig ist, wenn du überall immer so bremst. Im vierten bin ich. Ist das ein Zeitrennen? Also passe ich eigentlich nie auf, was für Rennen ich fahre. Ja, es ist ein Zeitrennen und ich bin immer noch auf dem vierten. Ich muss echt an diesem Haufen hier vorbeikommen. Na komm. Zieht aber echt gut weg, der Ivo. Hier ist er zurücklich gefahren. Man hat es, glaube ich, schon gerade ein bisschen gesehen. Der geht immer so stoßweise nach vorne, pro Gang immer. Das ist nicht so fließend. Irgendwie kriegt der Fahrer es in dem Wagen wohl nicht hin, ordentlich zu schalten. Man vielleicht auf manuell umschalten, vielleicht wäre das dann anders, weiß ich nicht. Ich bleibe ja wahrscheinlich eh beim Porsche für den Rundkurs. Also ihr könnt euch jetzt wieder an die Autos gewöhnen. Ihr werdet nicht mehr so extrem getauscht wie zuvor. Habe ich die ja teilweise von Folge zu Folge getauscht. Aber das habe ich ja in der letzten Folge schon erklärt, dass ich jetzt meine Kampftruppe zusammenstellen will für die 4. Staffel, in der ich dann in den einzelnen Disziplinen gegen die jeweiligen, ja, Street Kings heißen die, glaube ich, antreten muss. Dafür will ich die idealen Autos haben und auch ein bisschen Übung in den Autos haben, deswegen bleibt zum Beispiel der Porsche jetzt ein bisschen länger, weil er sich echt gut schlägt. Und ich noch ein bisschen lernen muss, ihn nicht zu schlagen. So, sind wir ganz vorne. Es läuft also sehr gut mit dem Wagen hier, muss ich wirklich sagen. Und hier und da mal ein Rempler, aber es läuft viel, viel besser als mit so manch anderem Auto. Wenn man sich an jetzt den Lotus zum Beispiel zurückerinnert, das war einfach nur gruselig. Oh. Und auch mit der Handbremse komme ich mit dem jetzt mittlerweile noch besser klar. Ich hatte schon mal gesagt, dass der vermutlich nicht dafür gedacht ist für die Handbremse, weil der die echt seltsam annimmt. Aber wenn man es dann erstmal raus hat, wie er sie annimmt, dann bekommt man das auch hin. Ich glaube, mit dem Lotus wäre es ein bisschen spannender geblieben, weil ich dann nicht immer direkt nach vorne geflogen wäre mit der brachialen Leistung, die der Porsche jetzt zum Beispiel hat. Die fehlt dem Lotus ja eindeutig. Aber ja, irgendwie hat das auch keinen Spaß gemacht mit dem. Der war nämlich bei weitem nicht so wendig, wie ich mir erhofft hatte. Das ist bei der Porsche irgendwie wendiger, obwohl der eigentlich auch absolut nicht wendig ist. Guckt immer so zerknittert von vorne, wenn ich mit dem unterwegs bin. Ich weiß auch nicht, was da los ist. So, und das ist die dritte Runde gleich vorbei. Ich mag die Strecke auch nicht wirklich. Das ist doch so verwinkelt, dass... Oh, ich weiß nicht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, die Aussage, aber ich finde, für Go-Karts wäre die Strecke eher geeignet. Wenn es immer sinnlos, so starke Sportwagen auf die Strecke zu schicken, wo sie nicht mal wirklich Platz zum Beschleunigen haben. Außer an einer Stelle hier. Oh, den dritten. Ja, wie gesagt, ich muss noch ein bisschen üben mit den Autos.
damit ich auch richtig schön in Übung komme, gebt mir das Spiel jetzt 4 Rennen hintereinander mit dem Porsche. Das finde ich auch richtig nett. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, ich bin ja echt zufrieden mit dem Wagen, also soll ich mich da echt nicht beschweren. Oh. So. Kurz aus dem Mikro eingestellt und schon gucke ich wieder auf die Straße. Oh, fahren wir jetzt einen Esker heute. Dafür müsste der Porsche noch gemacht sein. Es kommt scheinbar doch was bei rum, wenn man sich mal beschwert über ein Spiel, von wegen keine Chance zu beschleunigen, nur schnell zu fahren. Findet man sich im NASCAR wieder. 380 km/h. Sehr schön. Ich sag doch, der wäre auch gut für Speed Challenges. Der BMW schafft irgendwie 361, hatte ich jetzt mal maximal mit Nitro. Können wir dann auch mal so fahren. Diesen Motorhauben-Feeling. Dann fahre ich auch direkt in die Wand rein. Texas Speedway hier. Ja, da wird jetzt nicht so viel Spannendes passieren, fürchte ich. Es sei denn, ich überschlage mich, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, so tief wie ich die Karre gelegt habe. Ich glaube, ich schleife den Stück für Stück von der rechten Seite ab. So. Da kommt von hinten tatsächlich einer angeflogen, wenn ich es richtig sehe. Hier hätte ich mit dem Lotus allerdings, glaube ich, wirklich Probleme gehabt, denn mein Vorteil beim Lotus war ja zumindest so ein bisschen die höhere Wendigkeit als die anderen Fahrzeuge. Puh, das kann man ja doch hinkriegen, den Wagen zu überschlagen. Jedenfalls fehlte es dem ja an Leistung und Endgeschwindigkeit und das wäre hier dann tatsächlich ein großer Nachteil gewesen. So, ab in die letzte Runde. Glaube ich jetzt nicht. Da werde ich echt von Cayman überholt. Ja komm, den kriegen wir auch ohne Nitro. Das ist interessant, dass der kleine Porsche jetzt der ist, der mir Schwierigkeiten bereitet. Hm. Also der mittelkleine, wie ich schon mal erläutert habe. Wir müssen jetzt aufpassen, damit es kein Massaker gibt. Da ist sogar ein Lotus. Lassen wir aber eiskalt hinter uns. Und geschafft. Ja, wenn der Porsche 1 kann, dann ist Geschwindigkeit. Und ein vorletztes Mal noch. Ich bin mal gespannt, wie lange die Karre das noch mitmacht, weil ich den ja nicht repariere. Wir können langsam mal Linkskurven fahren, damit die linke Seite auch ein bisschen angeglichen wird. Rechts fehlt mir mittlerweile so einiges an Breite. Also dieser abgeschnittene Speedway hier bedeutet die Strecke, die ich gar nicht mag. Corvette bin ich auch noch gar keine gefahren. Stimmt. Ich glaube, da werde ich mal eine Probefahrt für Speed Challenge machen. Das Problem ist ja immer, dass das ganz schön viel Geld kostet, so ein Auto fertig zu machen. Deswegen kaufe ich die einfach nur, fahre die im Standard, also im ungetunten Zustand, jetzt habe ich es. Also im Originalwerksleistungszustand. Und da müssen sich mich überzeugen und dann entscheide ich halt, welchen Wagen ich wofür nehme. Weil ich kann so viel Rennen kann ich jetzt auch nicht nebenbei fahren, dass ich in jeden Wagen $300.000 stecke oder was das hier ist. Und dann nur um dann festzustellen, dass der Wagen überhaupt nichts für die Rennserie ist. Das war beim Lotus schon schlimm genug, dass ich den wieder abstoßen musste. Der war nämlich auch echt nicht billig. Jetzt fahren wir auch ein paar Linkskurven, wunderbar. Und die linke Seite ein bisschen beischleifen. Aber ich mag die Strecke wirklich nicht. Aber immerhin bleibt diese fiese Kurve hier hinten mal aus. Ich ja so gar nicht mag. Ach, Sektor, Sektorrennen hier. Noch mal ein bisschen was im Gas geben. Genau, sonst kommt man daraus, wenn man die fiese Kurve fährt und gerade am vorbeigefahren sind. So, hätte mich auch schockiert, wenn wir mit 53 Sachen den Sektor nicht bekommen hätten. Mal zusehen, dass wir die anderen auch noch kriegen.
hatten wir uns zurückgeholt. Der gehörte uns ja eben schon. Weiter, weiter, weiter. Das schaffst du. Ein Sektorrekord ist eigentlich so ein Dauerstressrennen, weil man sich nicht mal ausruhen kann daran, dass man ganz vorne ist oder sowas ähnliches. Sondern man muss wirklich von Sektor zu Sektor Glanzleistung bringen. Und nicht sowas hier. Ansonsten kriegt man den jeweiligen Sektor nicht. Und wenn man sich dann ausruht, dann kriegt man den nächsten wieder nicht. Also man muss eigentlich die ganze Zeit durchpowern. Nicht in dem Sinne. Also ich glaube, schwerer Schaden ist natürlich scheiße. Die roten Tachoscheiben mag ich so gar nicht in diesem Spiel. Und ich ehrlich zugeben muss, dass der schwere Schaden jetzt... Also ich habe da noch nie gemerkt, dass die Leistung runtergegangen wäre bei dem Wagen oder das Handling. Wie es ja gesagt wird, dass es passiert. Irgendwas wird sich wahrscheinlich ändern, vielleicht erst kurz danach. Oder das Risiko ist, wenn ich es jetzt nochmal so knall, dass der Wagen dann ja auch Totalschaden hat. Alter, wenn ich... Hat er mich einfach weggedrückt? Ich glaube das nicht. Hat er aber auch ganz gut weggesteckt, wahrscheinlich weil der Treffer jetzt hinten war. Obwohl der Motor sitzt hinten bei dem hier. Ist das Spiel realistisch oder wollen sie Need for Speed spielen? Versuchen wir noch das Beste rauszuholen. Immerhin zweiter Platz. Ich denke mal, das Event an sich, das werden wir schon noch gewinnen. Immer noch Drag-Rennen und ähnliches. Und das Wheelie. Stimmt, das Wheelie-Event steht uns zwar noch bevor. Bin ich ja mal gespannt, was das gibt. Wenn der neue Wagen sieht, wie ich mit dem Wagen hier gleich ins Ziel fahre, dann nimmt er wahrscheinlich auch Reis aus. Ich bin wirklich schon mal besser gefahren, ich weiß nicht, was hier los ist. Aber vorhin die Kurve da, also... Vielleicht sehe ich es nachher beim Videoschneiden nochmal anders, aber jetzt würde ich fast sagen, da war ich nicht schuld dran. Wurde ich ganz fies abgedrängt. Kriegen wir den noch? Oh, 17 Punkte verfehlt. Na egal. Wollen wir mal ins Ziel. Ein Rennen muss der Porsche jetzt noch schaffen. Muss doch einiges wegstecken bei mir, der Wagen hier. Das ist in meinem Fuhrpark ja nicht unbedingt was Neues. So, wie gesagt, jetzt nochmal ein Zeitrennen mit unserem halb verschütteten Tequila Sunrise. Oh, gegen einen anderen Turbo. Oder war das eben überhaupt der kleine Porsche, der mir bei dem NASCAR-Rennen da so Probleme gemacht hat? Oder war das auch ein Turbo? Das wird so einiges erklären. Oh, das sieht jetzt aus nach der Strecke mit der fiesen Kurve. Oh, fängt ja gut an. Ah ja, Porsche, komm, kämpf dich hier noch einmal durch. Kannst du dich wieder ausruhen. Zumindest so ein bisschen. Ach, die Strecke sind wir mit dem, genau, mit dem Nissan 53Z bei dem Event, wo wir den Golf GTI und den 53Z zur Verfügung gestellt bekommen haben. Kann ich mich auch an diese Kurve erinnern. Und die Strecke ist leicht anders. Ich habe das Gefühl, dass wir die Strecke in dieser Konstellation noch nicht hatten. Hier ist jetzt die fiese Kurve und gemeistert. Und mal sehen, dass wir hier Donner das unsere Ehre retten. Ja, geht doch. Rundenbestzeit. Ja, das ist 2 Sekunden langsamer. Ist eigentlich ein ganz schöner Abstand, aber wollen trotzdem mal versuchen, weiterhin gute Sachen zu leisten, gute Zeit hinzulegen. Vielleicht sogar noch eine bessere als die bisherige. Ich wüsste jetzt echt mal gerne, ob das da ein 911er ist oder ein Cayman. So werde ich es nie rausfinden. Ich frage mich wirklich an, was die Stoßstange noch hält. Die ist links weg, ab, rechts ab und in der Mitte hat sie schon Abstand zur Karosse genommen. Meine Schrauben können da ja nicht mehr sein. Und wahrscheinlich in den letzten Halterungen.
Oh, die fiese Kurve und ich habe mich nicht darauf vorbereitet, weil ich nicht auf die Karte geguckt habe. Na egal, haben wir trotzdem noch geschafft. Doch, das ist doch der Cayman, der hat doch den Auswurf in der Mitte hier. Müsste der Cayman... müsste der Cayman sein, denke ich. Auf in die letzte Runde. Nachholen wir uns einen komplett neuen Porsche, lackieren den genauso und behaupten, es wäre derselbe und ich hätte den unglaublich toll repariert. Innerhalb von 2 Tagen. Weil es ist schlimm genug, dass man die Schäden hier bezahlen muss und das auch noch selbst reparieren müsste. Ich frage mich echt, wie man den Schaden bezahlen kann. Der hat ja rechts eindeutig einen Rahmenschaden. Also, Rahmen ist ja schwer gesagt bei so einem... Rahmen ist ja nicht richtig gesagt eigentlich bei so einem Auto, aber ihr wisst, was ich meine. Die Grundkarosse ist ja komplett durch. Das sind ja keine Anbauteile nur. Das ist bis auf die Grundkarosse total zerschoben. Ich kann nur froh sein, dass ich den Käfig da drin habe. Der hält das Ding wahrscheinlich noch einigermaßen in Form. Aber die Mechaniker kriegen das hin. Immer und immer wieder. Kann ich machen, was ich will. Das erste Mal mit dem Ford GT auf der Viertelmeile. Wieso genau fahren wir so nah an der Wand lang? Der andere auch. Ich meine, ist das ein Sicherheitsabstand, den wir halten müssen? Weil ich sowieso wieder zur Seite wegziehe. Ich kriege dich auch so kleiner. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Chevrolet Cobalt jetzt eine große Chance geben uns hat. Das ist echt knapp an der Wand lang. Ist tatsächlich gut geschalten und er will nicht wieder runterkommen vor dem Ziel. Oh, hätte ich tatsächlich eine bessere Zeit erwartet. Ich bin nicht auf dem... Oh, das ist interessant. Also ich habe meiner Meinung nach wirklich gut geschalten und bin nicht auf dem ersten Platz gelandet. Der Supra hat sogar mehr Leistung als der GT. Oh, okay, jetzt wird's interessant. Das bin ich nicht gewohnt, beim Track zu verlieren. Seitdem ich den GTR nicht mehr habe, den R35. Ja, Entschuldigung, aber ich kann nicht lenken, wenn die Vorderachse nicht auf dem Boden ist. Ich brauche wirklich Hinterachslenkung. Ah, fast eine glatte 8. Das gefällt mir schon besser. Gegen einen Viper. Das ist doch mal wirklich ein Fahrzeug, was ich als ähnlich bezeichnen würde. Und ich weiß nicht, gilt die Viper als Supersportwagen? Ich denke, der GT schon. Viper, ist das nicht Sportwagen? Na gut, hat immerhin 10 Zylinder. Weiß es nicht. Hab ich gerade den Start verpennt? Na, war ja klar. Zu guter Letzt noch einmal den Start verpennen. Reicht es denn trotzdem für den ersten? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Komm schon, Gesamtwertung, 2. Platz. Naja, gut. So, jetzt kommen wir zum Wheelie-Event. Hab dafür mir die Chevelle geholt. Und ich habe jetzt erfahren, dass das einfach ein Drag ist, bei dem die Nase möglichst lange oben bleiben soll. Ich glaube, ich hätte auch beim GT bleiben sollen, der macht das sowieso schon. Gucken wir mal. Ich denke mal, die Chevelle sollte das auch hinbekommen. Wenn ich dann einen Charger denke, der hat da auch keine Probleme mit. Netter Wheelie? Das Ding kommt gar nicht mehr runter. Wieso ist das nett? 406 Meter. Wie lang ist denn eine Viertelmeile? Ja, 400 Meter etwa, ne? Also ich glaube, das war ein kompletter Wheelie. Also bis zum Schluss. Chevelle gegen Chevelle. Das finde ich hübsch. Gucken, ob wir mehr Grip hinbekommen. Jawohl, maximal Grip hatten wir auch länger nicht mehr. Also entweder bin ich besoffen oder der Startschuss fällt schon beim letzten gelben Punkt. Nicht erst beim
wenn die Ampel grün ist. 38 Meter. Bitte was? Das verwirrt mich sehr, weil der sagt schon los, wenn die letzte gelbe Ampel an ist und bevor die grüne an ist. Deswegen, deswegen starte ich auch immer so beschissen, weil die Ampel eigentlich nicht die richtige Aussage hat. Man muss auf das Los warten. Ich weiß nicht so ganz genau, wann es kommt. Ah, ist doch wieder runtergekommen. Nach 350 Metern. Das klingt schon besser. Also ich glaube insgesamt. Ja, insgesamt ist es doch sehr hübsch geworden. So, und um die Sache nochmal schön abzurunden hier zum Schluss in der Folge, machen wir noch einen schönen Drift. Mit einem meiner Lieblings-Nissans. Silvia S15. Quasi der Nachfolger vom 240SX. Ist eine Kurve der Drift? Okay, wollen wir mal Gas geben. Wo setze ich den jetzt an? Hier so. Nee, das war sehr schlecht. Gott. Was mache ich hier? Drift, keine Rallye. Soll aber mega schnell sein hier. Hier können wir vielleicht noch was reißen. Ja, hier geht noch was. Meine ersten Kurve, das ist echt, weiß ich nicht. Ob sich das so gut eignet für einen Drift? Für die Kurve ist schlecht einsehbar, wann da der Punkt kommt, wo ich die Karre am besten rumreißen sollte. Aber hier haben wir noch zwei Versuche. 2700 schlagen, okay. Links halten und ja, das ist noch keine Kurve. Jetzt rein. Wieso ist hier außerhalb der Punktezone? Wäre ich 10 Meter weiter rechts, würde ich jetzt super Drift hinlegen. Bin ich aber nicht. Verzweifelte Suche überhaupt nach ein paar Punkten. Nicht so ganz das, was ich vorhatte. Was fahren die anderen denn für Autos? Wieso zum Geier haben da zwei Silvias mehr Leistung als meiner? Ich muss doch nochmal in die Garage. Jetzt habe ich mittlerweile schon wieder was Neues freigeschalten und habe es einfach nicht mitbekommen. Oh, das nenne ich Hochgeschwindigkeitsdrift hier. Jetzt hier auch nochmal schön. Jawoll, gerade so eben. 29 Punkte über dem Ziel. Ja, besser spät als nie. Gut, damit sage ich jetzt dann mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.